Hier ist vielleicht was los, ey. Mein lieber Schieber, der Edeka in Schrotzberg. Weil ich mal wieder eine Fleischwurst kaufen wollte. Eine gute. Und keine Lust hatte, zum Handelshof zu fahren oder zum Aldi. Wobei Aldi der gleiche Weg gewesen wäre. Macht keinen großen Unterschied. So. Und nein, ich habe keine Gurke gekauft. Ich bin doch nicht bescheuert. Die kostet hier zwar nur 1,49. Aber ey, selbst 99 Cent war mir schon immer zu viel für eine Gurke. Ja, das war mir, habe ich schon immer gedacht, ey. So, aber die wird wohl, so um die 1 Euro wird sie jetzt wohl immer kosten, denke ich mal. Aber im Netto kostet sie 1,99. Da denke ich auch, ihr habt den Schuss nicht gehört. Aber die können ja nichts dafür im Netto. Das Ding kostet halt nur mal so viel. Ja, so. Weil das sind Wintergurken und die ganzen Gewächshäuser oder viele Gewächshäuser schaffen mit Gas oder mit einem Lockheizkraftwerk und die haben im Winter einfach zugemacht. Die haben nicht produziert. Dementsprechend gibt es weniger Gurken. Dementsprechend sind die, die da sind, teurer. Weil die Leute auf ihre Kosten kommen müssen. So, also. Zwiebeln, 1 Euro das Kilo. Ja, das ist vertretbar. Äpfel, 1 Euro das Kilo. Ja, Zitronen, 2 Euro das Kilo. Alles vertretbar. Eier von unserem Eiermann, den gibt es im Edeka, der Eiermann. Aber leider nur M. Ich mag noch mal keine M-Eier, ich esse immer nur L-Eier. So, dann Tomi natürlich, Remoulade und Mayonnaise. Da ich nicht so viel Mayonnaise brauche und nicht so viel Remoulade brauche, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ihr die in diesem Knautschpack kauft, ja, in dieser Flasche, in dieser Plastikflasche, verschimmelt mir das oben immer. Und die da schimmelt irgendwie nicht. Ja, da kommt ja keine Luft hin, da kann ja nichts schimmeln. Aber diese Plastikflaschen, die verschimmeln mir. Und deswegen, die kosten zwar die Hälfte, aber was nutzt mir es, wenn ich es dann wegschmeißen kann? Nutzt mir ja nichts. Ja? So, dann haben wir im Angebot Kölnflocken. Ich liebe Kölnflocken. Die sind total toll. So diese zart schmelzenden, blütenzarte, 100% Vollkornhaferflocken. Die sind toll. Da mache ich mir eine Milch warm. Mach mir 3-4 Löffel von den Haferflocken rein, ein bisschen Zucker oder ein bisschen Honig oder Honig, also nicht beides gleichzeitig. Rühre das um, dann gibt es so eine Haferflockenpampe und die liebe ich. Meine Frau sagt dann immer, wie kann man sowas essen? Kann man. Schmeckt super. Ja, so eine Haferflockenpampe. So, dann für die Franziska, die mag das. Ich kann das nicht mehr essen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Wenn ich das nur probiere, einen kleinen Löffel, und ich mache das warm und probiere das, muss ich davon aufstoßen. Ich vertrage das nicht mehr. Ich habe das früher so gern gegessen, aber irgendwie vertrage ich das nicht mehr und ich weiß nicht warum. Du darfst sowieso nicht lesen, was da drauf steht, sehe ich gerade. Deswegen lassen wir das lieber. Heimatland. Okay. Die Franzi ist gesund, die kann das essen. Die Franzi verträgt es. Die Franzi verträgt es. Dann Sahne, die auch immer teurer wird. Das Ding kostet inzwischen 1 Euro. Aber in dieser anderen, in dieser Kunstsahne oder was das ist dann Milch und Sahne oder Sahnefett irgendwas. Da ist Karagen drin, kriege ich die Scheißerei. Ich krieg von Karagen, kriege ich die Scheißerei. Deswegen meide ich das inzwischen. So, dann haben wir nochmal. Die Kölnflocken waren im Angebot, deswegen habe ich mich da gleich mal mit eingedeckt. Die halten ein ganzes Jahr noch länger. Da steht zwar jetzt ein Jahr drauf, aber die halten viel länger. Dann Brötchen zum Aufbacken. Und Ciabatta-Brötchen zum Aufbacken. Seitdem ich das entdeckt habe mit diesen Aufbackbrötchen, kaufe ich die immer. Ich kaufe immer Aufbackbrötchen. So, dann haben wir noch Katzenfutter. Und Leute, lasst euch nichts über Katzenfutter erzählen.
Ihr müsst eure Katze abwechselnd füttern mit abwechselnden Geschmacksrichtungen. Sonst legen die sich irgendwann auf eins fest. Also wenn ihr immer Truthahn gegeben habt und die haben jetzt 6 Monate lang Truthahn bekommen und ihr legt ihnen dann Ente hin, fressen sie es nicht. Deswegen gibt es bei mir jeden Tag eine andere Geschmacksrichtung. Ja, jeden Tag. So, dann mein Lieblingskräutersalz ist das von Bad Reichenhaler Hengstenberg. Das habe ich immer im Haus. Das brauche ich einfach. Jetzt geht es natürlich nicht. Doch, ich krieg's auf. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Kräutersalz, was ich für ganz viele Sachen verwende. Oh, jetzt ist drin. Gut. Was ich für ganz viele Sachen verwende, das schmeckt hervorragend. Das ist ein richtig tolles Salz. Leider mit Jod, aber gut. Kräuter und Gewürze. Petersilie, Sellerie, Zwiebel, Basilikum, Dill, Majoran, Lorbeer, Rosmarin, Oregano, Thymian. Und das ist einfach, dieses Salz ist perfekt für so viele Sachen. Ja, das habe ich schon unglaublich lange. Okay, jetzt aber. So. Dann habe ich Äpfel gehabt. Habt ihr die gesehen? Äpfel, Zitrone, Zimtstangen, Abfallbeutel. Dosenbohnen für Salat. Und jetzt kommt's. Deswegen ich eigentlich hergefahren bin. 50 Euro ausgegeben jetzt. Deswegen ich eigentlich hergefahren bin. Ist ja das hier, ne? Deswegen bin ich ja eigentlich hergefahren. Deswegen tun wir die jetzt mal hier zerteilen. Machen hier ein Stück runter. Jetzt gucken wir kurz auf die Uhr. Ja, 15 Uhr. Mein letztes Essen für heute. Packen das wieder ein. Dann noch eine Laugenstange, die inzwischen auch 1 Euro kostet. Und jetzt gib ihm. Das ist einfach reinbeißen und sich wohlfühlen. Die Wurst schmeckt hier so lecker und die ist so günstig. Der ganze Ring hat nur 5 Euro gekostet. Ja, die ist so günstig und so lecker. So muss Fleischwurst sein, meine lieben Freunde. Ja, so muss Fleischwurst sein. Ja. Schönes Wochenende. Ciao.